Seit nun 3 Monaten wohnen wir hier auf unserem neuen Stellplatz und haben jetzt mal ausgerechnet, was wir so im Schnitt verbrauchen an Strom und Wasser und möchten diese Ergebnisse heute mit euch teilen. Wir sind Anja und Ilan, freuen uns sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich kann so viel schon mal verraten, wir waren einmal positiv überrascht und einmal doch eher negativ überrascht über den Verbrauch. Ja. Also wir können ja mal mit dem Positiven anfangen oder starten wir einfach mal mit dem Thema Wasser. Ja, bitte. Das bietet sich, glaube ich, ganz gut an. Wir haben damals noch in der Planung mal versucht auszurechnen, auch für unsere Systeme im Haus, wie ist denn überhaupt unser Wasserbedarf? Wie ist unser aktueller Verbrauch? Was würde sich durch den Einzug in ein Tiny House verändern? Mhm. Beispiel Trockentrenntoilette oder Sparaufsätze bei den Armaturen, wie zum Beispiel in der Dusche. Und auf welchen durchschnittlichen Tagesverbrauch würden wir dann kommen? Das Spannende ist eigentlich, dass wir damals einen Verbrauch von 268 Liter am Tag ausgerechnet hatten. Das kommt vor allem natürlich durch die Toilettenspülung. Dann hängt es davon, Liter, ne? 50 dann hängt Liter ja, Person. Es kommt auf die Spülung grundsätzlich an, ob das dann eine ältere Spülung ist oder eine Sparspülung. Auf den Duschkopf, den man in der Dusche verwendet. Aber das war so ein Durchschnittswert, auf den wir gekommen sind. Und das Interessante war, dass ja im Falle Tiny House unsere Toilettenspülung durch eine Trockentrenntoilette ersetzt wurde und wir damit ausmacht, ne? enorm viel Wasser einsparen können, jeden Tag, aufs ganze Jahr gesehen. Und durch unseren 6 Liter Wassersparaufsatz in der Dusche natürlich auch nochmal reduziert Wasser verbrauchen. Bei der zu erwartenden Ersparnis im Tiny House wären wir dann auf einen Wert von, also bei uns zwei Personen, ungefähr auf 66 Liter pro Tag gekommen. Mhm. Und wir waren positiv überrascht, dass also das Positive, dass wir im Schnitt nur 50 Liter verbrauchen am Tag zu zweit. Was eigentlich schon ganz gut ist. Also wir trinken das Wasser auch, wir duschen mit dem Wasser, klar, wir spülen auch ab. Wir kochen. Wir kochen. Wir waschen. Wir waschen, ja. Und unser Waschtrockner, dadurch, dass es ein Kombigerät ist, verwendet auch Wasser beim Trockenvorgang. Also das darf man auch nicht vergessen, da wird auch nochmal deutlich mehr Wasser verbraucht. Ja. Ganz schön viel sogar beim Trocknen. Okay. Genau. Und man muss auch noch dazu sagen, dass wir natürlich den Trockner auch noch jetzt zu der kalten Jahreszeit häufiger im Einsatz haben, als das im Sommer der Fall sein wird. Also das wird nochmal spannend, wenn wir dann mal den nächsten Überblick schaffen werden, vielleicht in den nächsten 3 Monaten oder in den nächsten 6 Monaten, wenn dann auch der Sommer vorbei ist. Das wäre, glaube ich, nochmal ganz interessant. Ja, wir haben halt nur einen 149-Liter-Tank. Das heißt, der wird halt einmal am Tag schon aufgefüllt, aber ist halt nicht immer total leer. Und auch also nicht immer total voll, Je nach Wetter ist das schon ganz gut, wenn wir wissen, dass wir Minusgrade kriegen die Nacht, dass wir den dann eben vorher noch auftanken, solange wir noch im Plus sind, also quasi Plusgrade haben. Dadurch, dass wir eben wissen, welcher Aufwand es ist, den Tank aufzufüllen oder dass einfach nur eine gewisse Menge an Wasser zur Verfügung steht, duschen wir einfach auch bewusster. Nun zum Thema Strom. Wir hatten ja damals ein Video dazu gedreht. Wir verlinken euch das gerne. Da ging es eben darum, welche Verbraucher wir haben im Haus, wie oft die dann eben zum Einsatz kommen täglich. Beispielsweise der Föhn oder der Hochleistungsmixer, auch der Ofen wurde berücksichtigt. Die Küchenmaschine. Küchenmaschinen, die Pumpen, die hier laufen. Also auch die alte war damals schon eingeplant. Also wir haben das ziemlich ausführlich zusammengetragen und sind da eigentlich auf ein Maximum von 4,2 Kilowatt am Tag gekommen. Mhm. Und realistisch dachten wir, pendeln wir uns so bei 2,5 Kilowatt ein, in etwa, ne? Weil pro Tag. Es fühlte sich so viel an. Wir hatten ja auch damals überlegt, lohnt sich eine PV-Anlage? Welche Leistung bräuchten wir? Kann das überhaupt über die Dachfläche abgedeckt werden? Das war ja in dem Kontext auch die Planung. Wir waren uns auf jeden Fall ganz, ganz sicher, weil wir hier auch mit Gas kochen überwiegend. Also klar, der Ofen nicht. Der Ofen läuft auch regelmäßig. Wir backen gerne mal ein Brot, wir backen gerne mal Kuchen. Aber mit der Zahl, die jetzt kommt, haben wir wirklich nicht gerechnet. Der Verbrauch ist eigentlich genauso hoch wie in der Mietswohnung in Berlin. Und zwar war der bei um die 6 kW pro Tag. Also das ist immens, ne? Wir haben ja jetzt hier auch die gleichen Geräte im Einsatz, gerade die Küchengeräte, die wir auch damals in Berlin hatten. Mhm. Nur mit dem Unterschied, in Berlin war es nun mal so, dass wir eigentlich nur mit Strom gekocht haben. Also wir hatten einen Strom, einen E-Herd und wir hatten noch einen elektronischen Durchlauferhitzer.
der uns eigentlich die Haare vom Kopf geschluckt hat, der Strompreis. Ja, und jetzt ist es ja so, dass wir über Gas kochen, also der Backofen mal außen vor, der läuft über Strom. Ja. Aber genau, über Gas kochen, über Gas die Heizung läuft, es sei denn, wir vergessen mal eine Gasflasche rechtzeitig auszutauschen, dann kommt es auch mal vor, dass dann einen Tag die Heizung über Strom laufen muss. Und das ist ganz schlecht. Wir haben ja 3 Stufen, die wir da einstellen können. Mhm. Einmal 1 kW, 2 kW und 3 Kilowatt. Und wir haben die eigentlich nur auf 1 kW gestellt, haben damit mal 3 oder 4 Tage durchheizen müssen, weil wir hier noch nicht nivelliert hatten, das Haus. Das war gerade zur Anfangszeit und da hatten wir echt eine immense Stromrechnung. Warmwasser wird ja auch über Gas bereitet. Also diese Verlagerung, die hat für uns einfach nicht zusammengepasst. Wir dachten zwar schon irgendwie, okay, Tiny House Leben heißt nicht automatisch geringerer Stromverbrauch. Wir hatten es irgendwie gehofft, aber am Ende war auch klar, bei all den Geräten, die wir mitnehmen und die vorher auch in der Wohnung waren, ja, wo soll es sich denn da groß reduzieren? Mit dem einzigen Unterschied, dass wir hier natürlich oder damals in Berlin eigentlich alle Elektrogeräte, Kühlschrank, Backofen, Waschmaschine, Trockner, alles über eBay Kleinanzeigen gekauft hatten und das keine A++++ Neugeräte waren. Und wir jetzt hier im Tiny House schon auf stromsparende Geräte geachtet haben, als auch beim Waschtrockner, der natürlich deutlich mehr schluckt. Also das wird sich noch reduzieren im Sommer. Jetzt läuft der Trockner natürlich häufiger. Ich weiß auch gar nicht, wie wir diesen ganzen Strom verbrauchen hier. Also im Grunde haben wir ja überall Sparlampen auch im Einsatz. Ja. Und ich meine, gut, die schlucken, man glaubt immer, die schlucken nichts, aber ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht, also auf den Monat gesehen. Jetzt haben wir auch die Lüftung hier, die ist aber eigentlich, die kann auch nicht der Grund sein. Wir hatten noch gedacht, vielleicht ist es unsere Wasserpumpe von Lilie, weil im Vergleich zu einer Stadtwohnung oder einem Haus hat man ja meist permanent Stadtwasser mit Druck. Ja. Den haben wir hier nicht. Das heißt, bei jedem Mal, wo der Wasserhahn oder wo wir einen Druckabfall haben, durchs Duschen, Abspülen und so weiter, Hände waschen, geht die Pumpe an und die kann dann auch mal bis 70 Kilowattstunden verbrauchen. Ja, so 70 bis 80. Ja, jetzt haben wir das mal versucht zu überschlagen auf den Tag. Aber nicht Kilowattstunden, Watt. Wattstunden, Entschuldigung. Aber das kann auch nicht der ausschlaggebende Punkt sein, warum wir so viel Strom verbrauchen. Also am Ende, hoffentlich habt ihr euch vorher hingesetzt, sonst hättet ihr euch wahrscheinlich jetzt umgehauen. Wir waren erstmal echt überrascht und dachten, wow, das haben wir anders erwartet. Zwischen 6 und 7 Kilowattstunden am Tag, ne? Also zu zweit. Ich kann das nicht begreifen. Gut, wir haben Wasserkocher jetzt hier auch mit ins Spiel gebracht, aber wir hatten den im Dezember noch nicht mal und haben trotzdem diese Zahlen erreicht. Also ich weiß es nicht, ob irgendwas mit unserem Stromzähler nicht stimmt oder so. Also irgendwas ist hier nicht ganz korrekt, aber okay. Das wird sich noch irgendwie finden, hoffe ich. Oder also hoffen wir. Da haben wir es echt noch nicht geschafft. Nee. Minimalistischer zu werden, das war auch nie unser Anspruch. Wir wollten einfach nur kleiner leben und haben uns eben versucht, das Leben zu ermöglichen, welches wir uns leisten können. Also den Luxus zu halten quasi auf ganz kleinem Raum, weil dann lässt sich dieser auch leichter realisieren. Also das war so unser Gedanke. Wir wollten jetzt nicht überall abspecken oder das Gefühl haben, dass wir nicht zu Hause sind. Also für uns ist Häuslichkeit halt auch nicht darüber nachzudenken, was wir jetzt gerade, welchen Strom wir wo jetzt gerade nutzen. Aber wann darf welches Gerät laufen? Können wir jetzt heute backen oder nicht backen? So viel können wir jetzt auch noch zum Thema Heizen verraten, also das Thema Gas. Wir können schon mal sagen, dass wir da einfach erheblichere Schwankungen hatten und deshalb wollen wir dazu gerne nochmal dann in den Sommermonaten ein gesondertes Video bringen, was wir da tatsächlich verbraucht haben. Fazit, wir sind sehr überrascht. Ihr wahrscheinlich auch. Man erwartet ja vermutlich auch, dass ein Leben im Tiny House auch gleichzeitig in allen Bereichen einen geringeren Verbrauch bedeutet. Ja. Und wir kennen das auch von anderen Tiny House-Bewohnern, dass es genau so auch der Fall ist. Dadurch, dass wir aber auch unsere klassischen Verbraucher mitgenommen haben oder auch fürs Tiny House neu gekauft haben, war es jetzt für uns überraschend anders. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir noch keine PV-Anlage auf dem Dach haben. Das hatte auch finanzielle Gründe. Das hätte das natürlich jetzt schön ausgeglichen. Ja, aber auch dreiphasigen Wechselstrom hier nutzen. Wir hoffen, euch hat das Update gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen da, abonniert auch gerne den Kanal und schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünschen wir euch noch wundervolle sonnige Tage. Genießt jede Sonnenstunde, die ihr einfangen könnt. Und bis bald.